Es sind schon gute 200 Jahre her. Und die ganze Geschichte ist wirklich wahr, das könnt ihr mir glauben. Und wer jemals so eine Flasche voll Rum Achtern übergeholt hat, der wird wissen, dass die Sache mit der Schatzinsel verdammt wahr ist. Tja, angefangen hat das schreckliche Abenteuer im Admiral Benbow, einer einsamen alten Matrosenkneipe an der englischen Küste, gar nicht weit von der Hafenstadt Bristol entfernt. Es war schon sehr spät an diesem Abend. Der Sturm peitschte das Meer gegen die Klippen. Da kam ein alter Seebär die Küstenstraße heruntergewankt. Er stemmte sich gegen den Wind und ächzte unter der Last seiner schweren Seemannskiste. Und als er endlich vor dem Admiral Benbow angelangt war, polterte er fluchend durch die Tür in die Gaststube. Hey, Leute! Ist hier jemand an Bord? Oder ist euch gerade Rum ausgegangen? Hey! Die Schankstube war menschenleer. Mit einem schweren Schlag ließ der alte Seebär seine Seemannskiste auf den Boden niedergehen. Dann gab er der Tür, die noch immer weit offen stand, einen Tritt, dass sie krachend ins Schloss fiel. Guten Abend, Seemann. Ah, die Bootswache. Wie du siehst, habe ich mir erlaubt, diesen gottverlassenen Kahn hier zu entern. Wie heißt du? Jim. Jim. Und weiter? Jim Hawkins. Ah, gut, mein Junge. Du darfst mich Captain nennen, hast du verstanden? Ja. Und jetzt lauf und bring deinen Captain ein ordentliches Glas Rum. Na los, los! Rum her, sag ich! Oder hol dich der Teufel! Ja, sofort! Hier bitte, Captain. Was? Ach, habt ihr viele Gäste? Leider nein, Captain. Na gut, Jim. Dann sag deinem Vater... Mein Vater ist tot. Tut mir leid, mein Junge. Tut mir wirklich leid für dich. Aber deine Mutter... Ja, meine Mutter führt hier die Wirtschaft und ich helfe ihr dabei. Ah, gut, Jim, dann sag ihr, dass ich hier eine Weile vor Anker gehen werde. Ich brauche zum Leben nicht viel mehr als das, naja, Rum, Eier, Schinken und, ja, vor allem Rum, ja. Ja, vor allem Rum, mein Junge. Ja, Captain, aber habt ihr auch Geld? Ich meine... Geld? Du gefällst mir, mein Junge, hier... Das reicht für den Anfang. 15 Mann auf des Totenkiste, jo, ne Buddel voll Rum. Hey, Jim! Ja, Captain? Hast du ein gutes Wetterauge? Ich denke schon. Ja, es kommen oft Seeleute hier in die Gegend. Ja, Captain. Ja, dann schau sie dir alle genau an, hm? Und sobald du einem Seemann mit einem Holzbein sichtest, mit einem Holzbein, verstehst du? Dann komm zu mir. Aber schnell wie der Teufel. Hier. Du bekommst jeden Monat eine solche Silbermünze. Aber, dass du mir deine Augen ja offen hältst. Sturm und Teufel holten die anderen. Jo, und ne Buddel voll Rum. Was ist das für ein Lied, Captain? Das kennst du nicht, Jim. Hast du noch nie etwas von dem alten Flint gehört? Der alte Flint? Der Seeräuber? 15 Mann auf des Totenkiste. Jo. Und so blieb der Captain im Admiral Benbow. Langsam gewöhnten sich Jim und seine Mutter an ihn. Er hielt sich den ganzen Tag am Strand zwischen den Felsen auf und beobachtete mit einem Messingfernrohr die See. Abends setzte er sich dann in eine Ecke der Gaststube und trank seinen Rum. Oft war er so voll, dass er nicht mehr gehen und stehen konnte. Und dann mussten Jim und seine Mutter ihn in sein Zimmer hinauftragen, wo die geheimnisvolle Seemannskiste stand, die immer verschlossen war. So waren schon einige Monate vergangen, als plötzlich eines Tages die Tür zur Schankstube aufging und ein blasser, aufgeschwemmter Mann hereintrat. Der schwarze Hund. Du hast also deinen alten Schiffsmörd noch nicht vergessen? Ach, Bill, was haben wir beide für schöne Zeiten zusammen erlebt. Lass das Geschwätz! Ihr habt mich also gefunden. Was wollt ihr von mir? Unser lieber Bill sollte alles vergessen haben.
Wir warten noch immer auf eine Antwort von dir. Du würdest uns bei unserem Vorhaben sehr fehlen. Meine Antwort ist nein. Nein und nochmals nein. Aber wenn es dann zum Hängen kommt... Dann werden sie alle hängen. Alle, verstehst du? Alle! Und jetzt raus mit dir, ehe ich dich zur Hölle schicke! Und mit diesen Worten hatte der Käpt'n seinen Säbel gezogen. Blitzschnell sprang der schwarze Hund hinter den nächsten Tisch und zog ebenfalls. Ein heftiger Kampf entbrannte. Stühle und Tische wurden umgeworfen. Jim war hinter dem Schanktisch in Deckung gegangen. Und von dort sah er jetzt, wie der Käpt'n zu einem furchtbaren Hieb ausholte, der den schwarzen Hund ganz sicher vom Kopf bis Fuß in zwei Hälften gespalten hätte, wenn dieser nicht im letzten Moment mit einem riesigen Satz zur Tür hinausgesprungen wäre, wo er sofort die Flucht ergriff. Schwer atmend stand der Käpt'n in der Mitte der Gaststube. Dann wandte er sich zu Jim um. Hey Jim, hör zu, mein Junge. Der schwarze Hund ist ein Schurke. Er gehört zu der alten Mannschaft des Seeräubers Flint. Und der, verstehst du, der hat mich in ein Geheimnis eingeweiht, als er im Sterben lag, in Savannah. Herr Jim, Sie werden wiederkommen und mir den schwarzen Brief bringen. Sie wollen die Kiste. Still. Hörst du? Der blinde Pew. Er kommt hierher. Bill. Bill. Wo bist du? Antworte. Oder fürchtest du dich vor mir? Ich habe mich noch nie vor euch gefürchtet, ihr Dummköpfe. Bill, Bill. Warum hast du es so weit kommen lassen? Hier. Greif zu. Es ist deine letzte Frist. Was hat er Ihnen da gegeben? Den schwarzen Brief. Zehn Uhr. Eine Stunde Frist. Also Zeit genug, um sie noch einmal hereinzuleben. Na, wartet. Ich werde... Käpt'n! Hey, Käpt'n! Was ist los mit euch? Hey, Mutter! Mutter! Komm schnell! Der Käpt'n ist ohnmächtig! Mein Gott! Jim, ich werde schnell ins Dorf laufen und Dr. Livesis holen. Warte, Jim. Es ist zu spät. Er ist tot. Fassungslos starrte Jim auf den toten Kapitän. Dann erzählte er in schnellen Worten, was sich gerade zugetragen hatte. Die Bande! Die Bande wird in einer Stunde zurückkommen! Jim, der Käpt'n schuldet uns eine Menge und wir sind arm. Glaubst du, dass er noch etwas Geld in seiner Kiste hat? Er trägt den Schlüssel unter seinem Hemd. Warte! Hier ist er! Schließ die Tür ab! So, und jetzt komm schnell! Jim und seine Mutter liefen nach oben in das Zimmer des Käpt'n. Jim öffnete die Kiste. Ihr Inhalt war ein großes Durcheinander. Ein Kompass, eine Zinnbüchse, zwei Päckchen Tabak, eine Stange ungemünzten Silbers, vier Pistolen, eine alte spanische Uhr, darunter ein Schiffsmantel und endlich ein kleiner Leinwandbeutel mit Goldstücken. Ich werde mir nur so viel nehmen, wie er mir schuldet. Aber dann werden diese Schurken den Rest mitgehen lassen. Ja, Jim. Aber ich bin eine ehrliche Frau. Hier ist noch ein Bündel mit Schriftstücken. Was wohl der Käpt'n damit wollte? Ich werde es mitnehmen. Nein, Jim. Still. Sie kommen. Sie kommen, Mutter. Schnell weg von hier. Ja. Jim und seine Mutter liefen die Treppe wieder hinunter in den Hof. Als sie an der Gaststube vorbeikamen, hörten sie die Bande, die sich bereits an der Tür zu schaffen machte. Schlagt die Tür ein! Los! Beeilt euch! Halt! Wer liegt da? Das ist Bill. Er ist tot. Tot?
Wo ist seine Kiste? Los, alles durchsuchen. Wir müssen die Kiste finden. Im letzten Augenblick hatten sich Jim und seine Mutter durch den Hof ins Freie gerettet. So schnell sie konnten, liefen sie zum nahen Dorf. Und während sich nun die Mutter bei guten Bekannten von ihrem Schrecken erholen konnte, lief Jim zum Hause von Dr. Livesays, den er seit seines Vaters Tod gut kannte. Aber der Doktor war nicht zu Hause. Er sei bei Baron Trelawney. Und so machte sich Jim auf den Weg zum Schloss. Dort wurde er sofort vorgelassen und atemlos erzählte er, was ihm Admiral Benbow vorgefallen war. Das ist ja eine tolle Geschichte, Jim. Was meinen Sie, Doktor? Worauf könnte es die Bande abgesehen haben? Vermutlich Geld. Davon hatte er nicht viel. Aber vielleicht ist es dieses Päckchen hier. Es lag ganz unten in der Kiste und ist versiegelt. Mit deiner Erlaubnis, Jim, werden wir es jetzt gemeinsam öffnen. Ja, bitte. Das ist die Landkarte einer Insel. Da stehen die geografischen Längen und Breiten. Und hier sind drei Kreuze eingezeichnet. Größter Teil des Schatzes, steht da geschrieben. Versteht ihr das, Baron? Kein Zweifel. Diese Insel ist das Versteck des alten Seeräubers Flint. Und auf diese Karte hatten es seine Leute im Admiral Benbow natürlich abgesehen. Morgen reise ich nach Bristol. Und dort werde ich ein Schiff ausrüsten lassen und die beste Mannschaft, die es in England gibt, anheuern. Und dann geht es auf große Fahrt. Und Ihr Doktor kommt mit. Sie meinen wirklich, wir sollten? Aber natürlich, Doktor. Ihr seid der Schiffsarzt, ich bin der Admiral. Wir nehmen noch meine drei Diener mit und natürlich Jim. Jim Hawkins wird unser Kajütenjunge. Wenn wir Flints Schätze finden, werden wir so viel Geld haben, dass jeder von uns reich ist bis an sein Lebensende. Toll ist das. Ja, ich gebe zu, der Plan gefällt mir. Also dann, auf zur Schatzinsel. Und genau wie es der Baron angekündigt hatte, geschah es. Wenige Wochen später schon waren sie alle auf hoher See. Die Hispaniola, so hieß ihr Schiff, war ein stolzer Segler und allem Anschein nach auch sehr seetüchtig. Kapitän Smollett, den der Baron angeheuert hatte, war ein entschlossen aussehender Mann und das fiel Jim bald auf. Er war eigentlich nicht gerade sehr glücklich über diese Reise. Und eines Tages sagte er zu dem Baron: Es ist immer das Beste, auf See eine offene Sprache zu führen. Auch auf die Gefahr hin, Unangenehmes sagen zu müssen. Sir, mir gefällt die Fahrt nicht. Mir gefällt die Mannschaft nicht. Mir gefällt mein Steuermann nicht. Vielleicht gefällt euch auch der Eigentümer des Schiffes nicht. Sachte, nur sachte. Wir wollen den Kapitän doch zu Ende anhören. Sir, ich wurde engagiert, die Fahrt, wie man so sagt, auf versiegelter Order hin zu unternehmen und das Schiff, nach den Weisungen des Herrn Baron, an einen unbekannten Ort zu bringen. Das ist durchaus üblich. Heute aber bemerkte ich plötzlich, dass die gesamte Mannschaft mehr von der Fahrt weiß als ich, der Kapitän. Wie konnte das passieren? Es ist wohl jetzt gleichgültig, wer das Geheimnis ausgeplaudert hat. Aber was die Mannschaft betrifft, so sagte ich Ihnen bereits in Bristol, dass es nicht gut war, dass ihr die Mannschaft angeheuert hattet. Ein Kapitän sollte sich seine Mannschaft selbst aussuchen können. Aber, Captain, ich glaube, ihr seht alles zu schwarz. Es wäre auch für euch nicht einfach gewesen, eine Mannschaft zu finden, die eine solche Fahrt ins Unbekannte mitmacht. Wenn ich diesen Joan Silver, unseren Schiffskoch, in Bristol nicht zufällig kennengelernt hätte. Er hat mir die komplette Mannschaft an einem einzigen Tag zusammengeholt. Alles ausgesuchte Burschen, erfahrene Seeleute, die schon so manchen Sturm überstanden haben. Nun, meine Herren, ich habe auf jeden Fall das gesamte Pulver und die Waffen in einen Raum unter unserer Kajüte bringen lassen. Soll das heißen, Sir, ihr befürchtet eine Meuterei? Das habe ich nicht gesagt. Aber ich bin für die Sicherheit auf dem Schiff verantwortlich. Das ist alles, meine Herren. Mit diesen Worten verließ der Kapitän die Kajüte und die Zurückgebliebenen machten recht betroffene Gesichter. Jim verließ als nächster die Kajüte. Und als er an Deck kam, blieb ihm fast das Herz stehen. Die Seeleute sangen das Lied des alten Bill aus dem Admiral Benbow. Und plötzlich schien es Jim, als höre er aus dem Heulen des Windes ganz deutlich die Stimme des alten Bill. Halte dein Wetterauge offen, mein Junge. Und wenn du einen Seemann sichtest mit einem Holzbein, dann laufe wie der Teufel. Hatte nicht der Schiffskoch, dieser John Silver, ein Holzbein? Verflixt, wo hatte Jim nur seine Augen gehabt? Aber schnell verscheuchte er diesen Gedanken wieder. Ausgerechnet John Silver, der immer so freundlich zu ihm war. Hatte der nicht selbst einmal auf diese Piraten ganz fürchterlich geflucht?
Und das Bein hat er schließlich im Kampf für England verloren. Das war von allen Schiffskameraden bestätigt worden. Jim beschloss sogleich, zu Silver in die Schiffsküche hinunterzugehen. Silver genoss bei der ganzen Mannschaft hohes Ansehen. Und er freute sich immer, wenn Jim ihn in seiner Küche besuchte, wo in einer Ecke ein Käfig mit einem Papagei hing. Sieh da, Jim. Komm herein und lass dir vom alten John Silver ein tüchtiges Seemannsgarn spinnen. Keiner ist mir so willkommen wie du, mein Sohn. Captain Flint, so nenne ich meinen Papagei. Captain Flint hat gerade unserer Fahrt ein glückliches Gelingen prophezeit. Nicht wahr, Captain? Goldene Escudos. Goldene Escudos. Ja, dieses Tier ist bestimmt schon seine 200 Jahre alt, Jim. Es hat sicher eine Menge gesehen. Möchte wetten, dass es früher einmal mit richtigen Seeräubern gesegelt ist. Nicht wahr, Captain Flint? Ihr habt schon so manche Ladung Pulver gerochen. Ja, ich mache zum Ärger. Los, los. Heute keine Gefangenen. Ja, Jim, das müssen wohl hartgesottene und gottlose Schurken gewesen sein. Diese Leute von Captain Flint. Und John Silver erzählte Jim von den großen Seeräuberschlachten. Er erzählte alles so spannend und genau, als ob er es selbst miterlebt hätte. Und dabei hatte er es doch selbst nur von den anderen Seeleuten erzählt bekommen. So vergingen viele Wochen. Sie waren inzwischen in das Gebiet der Passatwinde gekommen und näherten sich dem Ziel ihrer Reise. Eines Abends saß Jim, wie so oft, nachdenklich am Bug der Hispaniola. Es war ein besonders heißer und anstrengender Tag gewesen und er beschloss, sich in seine Koje zu legen. Vorher aber wollte er sich aus dem riesigen Apfelfass, das für die Mannschaft an Deck gestellt worden war, einen Apfel holen. Beim Fass angelangt, stellte er fest, dass es beinahe leer war, und so musste er schließlich hineinklettern. Er fand auch noch einige gut erhaltene Äpfel, und so ließ er sich auf dem Boden des Fasses nieder. Über ihm die Sterne und nur das leise Rauschen der Wellen im Ohr, dachte er an Flints unermessliche Schätze, die sie nun bald finden würden. Da näherten sich schwere Schritte und mehrere Männer ließen sich neben dem Fass nieder. Und ich warne euch, keiner wird so leicht den alten John Silver betrügen. So mancher hatte Angst vor dem blinden Pew und vielleicht vor Flint, aber Flint selbst hatte Angst vor mir. Und trotzdem war er stolz auf mich. Aber eins kannst du uns vielleicht sagen, John. Wie lange müssen wir uns noch von diesem Captain Smollett herumkommandieren lassen? Ich möchte endlich selbst in der Kajüte schlafen und die feinen Sachen essen. Du hast keinen Verstand und wohl auch nie welchen gehabt. Aber du hast Ohren zum Hören. Und auch ihr anderen hört, was ich euch zu sagen habe. Ihr werdet weiter schön den elenden Schiffszwieback fressen, höflich sein und euch nüchtern halten, solange bis ich das Zeichen gebe. Ja, aber wann wirst du denn das Zeichen geben? Wann? Zum Teufel mit euch, natürlich im allerletzten Augenblick. Wisst ihr etwa, wo der Schatz liegt? Na also. Lass gut sein, John. Wir werden schon auf dich hören. Schön. Und jetzt hol uns einen Apfel aus diesem Fass da. Jim hatte alles mit angehört. Und als er jetzt einen der Männer näher kommen hörte, blieb ihm fast das Herz stehen. Schon wollte er herausspringen, da verharrten die Schritte. Nein, Silver. Wir haben wirklich genug von diesem verfaulten Zeug. Spendier uns lieber einen ordentlichen Schluck rum. Ich meine, ausnahmsweise. Na schön. Ich vertraue euch. Hier ist der Schlüssel, Dick. Geh und füll einen Krug und bring ihn hierher. Na, endlich. Was werden wir mit dem Baron und seinen Leuten anfangen, wenn es losgeht? Das ist die erste vernünftige Frage. Also, wenn du mich fragst, tote Männer beißen nicht. Jim wagte kaum mehr zu atmen. Wenn sie ihn jetzt entdecken würden. Bald kam der eine Pirat mit dem Rum zurück. Und nun begann sie Rum zu trinken und alte Geschichten zu erzählen. Der Mond ging auf und die Segel der Hispaniola leuchteten im hellen Silberlicht. Und plötzlich schrie der Mann im Ausguck: Land ahoi! Land ahoi! Sofort wurde es auf Deck lebendig. Alle kamen aus ihren Kojen. In der allgemeinen Verwirrung gelang es Jim, das Fass wieder unbemerkt zu verlassen. Und so lief er mit allen anderen zum Schiffsbug. Da erschien Dr. Livesey gleichfalls am Bug. Und Jim schob sich sofort in seine Nähe.
Ohne dass es die Umstehenden hören konnten, flüsterte er dem Doktor zu, dass er ihn unbedingt sprechen müsse. Er habe ihm Schreckliches mitzuteilen. Der Doktor verstand sofort und wenig später wurde Jim Hawkins in die Kajüte des Kapitäns beordert. Dort berichtete er dem Kapitän, Dr. Livesays und dem Baron, was er gehört hatte. Alle machten ernste und betretene Gesichter. Tja, Kapitän Smollett, ich gestehe, dass ich ein Esel bin und erwarte eure Befehle. Kein größerer Esel als ich selbst, Sir. Das ist John Silvers Werk. Er ist der Schlüssel zu allem. Was können wir nun noch tun, Kapitän? Punkt 1. Wir müssen vorwärts, weil wir nicht mehr zurück können. Wenn ich den Befehl zur Rückreise gäbe, würde die Meuterei sofort losbrechen. Punkt 2. Die Bande lässt uns ja noch Zeit. Zunächst so lange, bis wir den Schatz gefunden haben. Punkt 3. An Bord gibt es auch einige treue Matrosen. Aber wer sind sie? Wir können uns doch auf Ihre drei mitgebrachten Diener verlassen, Baron. Wie auf mich selbst. Wir sind also 7, einschließlich Hawkins. Gegen 19 auf der Gegenseite. Wenn es zum Kampf kommt. Es wird zum Kampf kommen, Doktor. Gegen Nachmittag des folgenden Tages erreichte die Hispaniola endlich die Küste der Schatzinsel und ging vor Anker. Es war drückend heiß und die Mannschaft lag in Gruppen mürrisch an Deck. Jeder Befehl wurde mit finsterer Miene und Widerwillen ausgeführt. Der offene Aufruhr schwebte in der Luft. Leute, wir haben heute einen heißen Tag gehabt und sind alle Hunde müde und missmutig. Ein kleiner Ausflug an Land würde also niemandem schaden. Nehmt euch die Boote. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang wird ein Kanonenschuss das Zeichen zur Rückkehr geben. Es lebe der Captain! Es lebe der Captain! Der Kapitän hatte richtig kalkuliert. Aber auch John Silver sicherte sich ab. 6 Seeleute blieben zurück. Die übrigen 13, einschließlich Silver, gingen in die Boote. Damit war klar, dass der Kapitän und seine Getreuen sich nicht ohne weiteres hätten selbstständig machen können. Und da vorerst ein Ausbruch des Kampfes nicht zu befürchten war, fiel es Jim ein, ebenfalls an Land zu gehen. Ehe es die anderen bemerkten, hatte er sich an einem Tau heruntergelassen und schon stieß das Boot, in das er gesprungen war, von der Hispaniola ab. Kaum hatte es das Ufer erreicht, als Jim sich auch schon an einem der über das Wasser hängenden Zweige in die Höhe zog und so schnell er konnte im Dickicht verschwand. Er lief immer weiter ins Innere der Insel. Er kam durch Täler und kletterte über Felsen, als plötzlich neben ihm eine kleine Lawine von Steinen niederging. Sofort blickte Jim nach oben und dort sah er eine Gestalt, schwarz und zottig, aber ohne Zweifel ein Mensch, wenn auch, wie es Jim schien, ein Wilder. Seine Kleidung war zerlumpt und bestand aus alten Schiffssäcken und Segelleinen. Mit dem Mute der Verzweiflung zog Jim seine Pistole. Da warf sich der Wilde vor ihm auf die Knie und hielt seine gefalteten Hände flehend in die Höhe. Erbarmen! Habt Erbarmen! Wer bist du? Ich bin der arme Ben Gunn und habe schon über 3 Jahre kein Wort mehr mit einer Christenseele gesprochen. 3 Jahre? Bist du ein Schiffbrüchiger? Nein, sie haben mich ausgesetzt auf des Toten Kiste. Des Toten Kiste? Aber das ist ja das Lied. Es ist der Name dieser verfluchten Insel. Sag mir die Wahrheit. Du bist doch nicht etwa von Flints Schiff? Nein, Flint ist tot. Aber wir haben mehrere Männer seiner alten Besatzung an Bord. Ein Mann mit einer Krücke? Silver? Ja, Silver. John Silver hieß er. Da erzählte Jim dem alten Ben Gunn, in welcher entsetzlichen Lage sich das Schiff befand. Der Alte hörte aufmerksam zu und schließlich klopfte er Jim auf die Schulter. Da steckt ihr ganz schön in der Klemme. Aber verlasst euch auf Ben Gunn. Er ist der Mann, der euch helfen wird. Aber was meinst du? Wird mich der Baron auch mit zurück nach England nehmen, wenn ich euch beistehe? Aber natürlich. Der Baron ist ein Ehrenmann. Jim, ich war auf Flints Schiff, als er mit 6 Seeleuten seine Schätze auf dieser Insel vergrub. 1 Woche lang haben sie dazu gebraucht, während wir mit der Walross an der Küste vor Anker lagen. Dann kam Flint ganz allein zurück, den Kopf mit einer blauen Schärpe verbunden. Er kam allein. Jim, verstehst du?
Er hatte die 6 anderen getötet, denn sie hätten ja gewusst, wo der Schatz vergraben lag. Ja, und ich. Vor 3 Jahren fuhr ich auf einem anderen Schiff und wir kamen hier vorbei. Jungs, sagte ich, auf dieser Insel liegt Flints Schatz vergraben. Lasst uns an Land gehen und ihn suchen. 12 Tage lang suchten wir. Und dann ließen sie mich hier zurück, voller Wut, dass sie nichts gefunden hatten. Ja, Jim, ich habe auf dieser verlassenen Insel über vieles nachgedacht. Ich will wieder ein guter, frommer Mensch werden, verstehst du? Also, geh zu deinem Baron und dann sage ihm, wo er mich finden kann, wenn er mich braucht. Dazu wird es gar nicht kommen, Wengan. Denn wie in aller Welt soll ich lebend auf das Schiff zurückgelangen? Ja, da könnte ich dir schon helfen. Ich habe mir in diesen Jahren ein kleines Boot gezimmert. Es liegt dort drüben, unter dem weißen Felsen versteckt. Bis zur Hispaniola würden wir mit ihm schon kommen. Wir warten dazu am besten die Dunkelheit ab. Was war das? Das Zeichen zurück hier. Aber es ist noch zu früh. Da ist etwas faul. Sie kämpfen. Wir müssen ihnen beistehen. Komm! Und Jim und Ben Gunn liefen durch das Dickicht in Richtung der Küste. Plötzlich sahen sie zwischen den Bäumen die englische Flagge wehen. Ben Gunn hielt Jim zurück. Deine Leute sind schon da, Jim. Nein, es sind sicher die Meuterer, Ben Gunn. Niemals! Silver würde die schwarze Flagge hissen. Dort drüben hinter den Bäumen ist übrigens ein Blockhaus. Wahrscheinlich haben sich deine Freunde darin verschanzt. Komm, wir müssen zu ihnen. Langsam, langsam, Jim. Erst muss ich das Wort des Barons haben. Vergiss nicht, was ich dir aufgetragen habe. Du weißt, wo ich zu finden bin. Und mit schnellen Sprüngen war Ben Gunn im Dickicht verschwunden. Vorsichtig schlich sich Jim näher an das Blockhaus heran. Es war von einer Palisade aus dicken Fichtenstämmen umgeben. Jim sah sich nach allen Seiten um, aber es war niemand in der Umgebung zu sehen. So nahm er einen gewaltigen Anlauf und kletterte über die Palisade. Die Überraschung und die Freude über seine Wiederkehr ersparten ihm die Vorwürfe des Kapitäns, denn schließlich hatte Jim sich ja, ohne die Freunde zu unterrichten, an Land begeben. Dieser berichtete nun von seinen Erlebnissen und er erfuhr dann, dass es auf dem Schiff zum Kampf gekommen war, als der Kapitän und seine Getreuen ein Boot klar machten, um selbst auf der Insel nach dem Rechten zu sehen. Nun war die Hispaniola in der Hand der Meuterer. Und man hatte sich hier in diesem einstmals von Seeräuberkapitän Flint erbauten Blockhaus verschanzt. Plötzlich hörten sie hinter der Palisade laute Rufe. Blockhaus ahoi! Parlamentärflagge! Captain Silver möchte kommen und mit euch reden! Captain Silver? Kenne ich nicht! Wer soll das sein? Ich bin das, Sir! Meine Kameraden haben mich zu ihrem Captain gewählt, nachdem sie desertiert sind. Wir sind bereit, uns mit euch zu einigen. Gebt mir euer Wort, dass ihr mich wieder unbehelligt aus dieser Umzäunung herauslasst, nachdem ich mit euch gesprochen habe und wir außer Schussweite sind, bevor das erste Gewehr von euch abgefeuert wird. Ich habe zwar nicht das geringste Verlangen, mit euch zu reden, aber wenn ihr es wünscht, dann kommt. Und was eure Sicherheit angeht, wenn einer Verrat plant, dann seid nur ihr es. Danke! Das genügt mir! Und mit diesen Worten warf Silver seine Krücke über die Palisade und kletterte mit erstaunlicher Geschicklichkeit über die Umzäunung. Ihr könnt euch setzen, Mann. Danke. Sie haben wirklich ein reizendes Plätzchen. Ja, da ist ja auch Jim, gehorsamster Diener, Doktor. Eine glückliche Familie, muss ich schon sagen. Wenn ihr mir etwas mitzuteilen habt, dann heraus damit. Ja, kommen wir zur Sache. Was wir verlangen, ist Folgendes. Ihr habt eine Karte, auf der die Stelle, an der der Schatz vergraben wurde, eingezeichnet ist, nicht wahr? Diese Karte gebt ihr uns, damit wir den Schatz heben können. Ist das geschehen, könnt ihr zwischen 2 Möglichkeiten wählen. Entweder kommt ihr wieder aufs Schiff und wir werden euch bei meinem Ehrenwort irgendwo sicher an Land setzen. Oder aber, falls ihr allzu misstrauisch seid, könnt ihr meinetwegen hier bleiben. Wir werden unsere Vorräte mit euch brüderlich teilen und später das erste Schiff, das uns begegnet, anrufen und euch hersenden, damit es euch abholt. Das ist bestimmt ein großzügiges Angebot. So großzügig, wie ihr es wohl kaum erwartet habt. Und das ist alles. Mein letztes Wort beim Teufel. Wenn ihr in diesen Vergleich nicht einwilligt, wenn wir nur noch mit Pulver und Bleizeug sprechen. So, so. Dann sperr deine Ohren auf, Silver.
Ich bin bereit, euch alle in Eisen zu legen und nach England zu bringen, wo der Richter über euch entscheiden mag. Wollt ihr das nicht, so werde ich euch Mann für Mann zum Teufel schicken. Ihr könnt hier den Schatz nicht finden und das Schiff nicht führen. Ihr seid eure eigenen Gefangenen. Und nun geht! Ich habe das letzte Mal mit euch im Guten gesprochen. Das nächste Mal werde ich euch höchstpersönlich eine Kugel in den Kopf jagen. Das werdet ihr bereuen, Captain. Ich werde nun euer altes Blockhaus wie ein leeres Rumpfass in Stücke hauen. Und mit einem schrecklichen Fluch richtete sich Silver auf und humpelte davon. Nun wurde alles fieberhaft zur Verteidigung vorbereitet. Es dauerte auch gar nicht lange, bis die ersten Schüsse fielen. Als sich der Rauch im Blockhaus langsam verzogen hatte, sahen die Zurückgebliebenen den Preis, den sie für ihren Sieg hatten zahlen müssen. Zwei Diener waren tot und der Kapitän war schwer verwundet. Jim dachte nun darüber nach, wie man den Meuterern einen neuen Schlag versetzen könnte. Mit Schiffszwieback und zwei Pistolen bewaffnet, schlich er sich in der darauffolgenden Nacht auf und davon. Im Dickicht versteckt entdeckte er Ben Gunns Boot. Mit viel Mühe und Geschick gelang es Jim, das kleine Boot in die Nähe der Hispaniola zu steuern, um diese auf der anderen Seite der Insel auf den Sand zu setzen. Als die Hispaniola fest saß, stand die Sonne schon tief am Horizont. Und nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass sich die Hispaniola in seiner Abwesenheit nicht selbstständig machen konnte, brach er zum Blockhaus auf. Als er es endlich erschöpft erreichte, wunderte er sich, dass seine Freunde so leichtsinnig waren und keine Wachen aufgestellt hatten. Im Blockhaus war es stockdunkel. Jim stolperte über das Bein eines Schlafenden und er wollte sich gerade zur Feuerstelle begeben, als die Stimme des Papageis ertönte. Goldene Escudos! Goldene Escudos! Hey da, was ist los? Wer ist da? Eine Fackel her, schnell! Sieh an, Jim Hawkins. Das ist wirklich nett von dir, dass du dich auf unsere Seite geschlagen hast. Komm, setz dich. Es gibt ohnehin kein Zurück mehr für dich, denn deine Freunde wollen natürlich von dir nichts mehr wissen. Wie du siehst, haben sie das Blockhaus verlassen und wir haben ihnen großzügig freien Abzug gewährt. Du musst nämlich wissen, dass der Doktor die Güte hatte, uns die Karte der Insel zu überlassen. Du kannst also morgen mit uns auf Schatzsuche gehen und du wirst auch deinen Anteil abbekommen, das verspreche ich dir. No? Wie gefällt dir das? Hey Silver, was machst du da für Umstände mit ihm? Er ist es doch, der uns das alles eingebrockt hat. Also zur Hölle mit ihm. Ich will... Zurück, steck das Messer weg! Seid ihr denn alle übergeschnappt? Das Schiff ist weg! Wie wollt ihr versoffenen Dummköpfe mit eurem Schatz jemals lebendig von dieser verfluchten Insel herunterkommen? Hä? Kann mir das einer sagen? Wenn die Hispaniola nicht in wenigen Wochen nach England zurückgekehrt ist, wird ein Schwesterschiff zur Insel kommen. So ist es abgesprochen. Tja, und dann... Dann ist Jim Hawkins eine prächtige Geisel. Jim war sprachlos. Er konnte sich auch nicht erklären, warum seine Freunde das Blockhaus aufgegeben hatten. Und dass Silver die Karte besaß. Es war die Originalkarte mit den drei Kreuzen. Jim erkannte sie sofort. Und so zog er am anderen Morgen mit den Meuterern auf Schatzsuche. Der Marsch war sehr beschwerlich. Es ging immer bergauf und die Hitze machte allen schwer zu schaffen. Plötzlich blieben die ersten stehen. Vor ihnen lag ein menschliches Skelett, an dem sich noch einige Kleidungsfetzen befanden. Das war sicher einer der unseren. Eigenartig, wie der da liegt. Die Hände über den Kopf ausgestreckt. Tja, ein rechtsinniger Scherz unseres guten alten Flint. Sozusagen ein Wegweiser. In dieser Richtung, Nord zu Nord-Nordost, liegt der Schatz. Mir ist ganz komisch. Der Gedanke an Flint dreht mir jetzt plötzlich den Magen um. 15 Mann auf des Toten Kiste. Juhu! Und ne Buddel voll Rum. Still. Habt ihr das gehört? Darby McGraw. Darby McGraw. Bring den Rum nach hinten. Es ist Flint. Ja. Das waren seine letzten Worte. Beim Teufel, es ist Flint. Keiner auf dieser Insel weiß etwas von Darby. Keiner außer uns, verdammt.
Verdammt, ich bin hier, um Flints Gold zu holen. Und lasse mich weder von seinem Geist noch dem Teufel selbst daran hindern. John Silver stürmte los. Er war furchtbar erregt und legte ein mörderisches Tempo vor, wobei er ungeduldig am Seil zog, mit welchem er Jim an sich festgebunden hatte. Schließlich erholten sich die anderen wieder von ihrem Schrecken. Und endlich sahen sie eine Gruppe von 3 hohen Bäumen vor sich auftauchen. Die Stelle, an der auf der Karte der Schatz verzeichnet war. Verdammt! Silver! John! Komm her und sieh dir das an! Keuchend kam Silver heran und sah eine tiefe Grube. Leer. Der Schatz war gehoben worden. Da. Schaut John Silver ins Gesicht. Ich sage euch, dieser Mann hat es gewusst. Jetzt werden wir mit ihm und diesem verfluchten Jungen da abrechnen. Los! Aber noch ehe die Meuterer ihre Pistolen gezogen hatten, fielen 3 Schüsse. John Silver hatte den einen Seeräuber tödlich getroffen. Die beiden anderen Schüsse aber waren aus einem Dickicht gekommen, wo jetzt Dr. Livesays und Ben Gunn auftauchten. Schönen Dank, Doktor. Ihr kam wirklich im letzten Moment, um Jim und mir das Leben zu retten. Und das ist, hol mich der Teufel, Ben Gunn. Ja, ich... Flints Stimme, du warst es. Wer hätte gedacht, Ben, dass du noch einmal an Bord kommen würdest? Und du, Jim? Ich nehme an, dass du uns eine Menge zu sagen hast. Jim senkte den Kopf. Dann berichtete er dem Doktor von seinen Abenteuern. Und die Tatsache, dass er die Hispaniola gerettet hatte, trug schließlich entscheidend dazu bei, dass Dr. Livesays, der Baron und Kapitän Smollett, die in Ben Gunns Höhle warteten, ihm seine 2. Expedition verziehen. Die größte Überraschung aber wartete dort auf Jim und Silver. Flints unermesslicher Schatz lag vor ihnen in einer Felsnische. Und die beiden erfuhren nun, dass Ben Gunn in den 3 Jahren seines Inseldaseins den Skelettwegweiser Flints entdeckt, den Schatz gehoben und in seine Felshöhle gebracht hatte, lange vor der Ankunft der Hispaniola. Am darauffolgenden Tage wurde Flints Schatz auf die Hispaniola gebracht und sie stachen in See. Am Ufer sahen sie noch die 3 übrig gebliebenen, betrunkenen Meuterer. Sie tanzten und winkten und es schien, als ob sie nun tatsächlich den Verstand verloren hätten. Im nächstliegenden Hafen ging die Hispaniola vor Anker. Und dort gelang es, wie konnte es anders sein, John Silver zu entkommen, nicht ohne seinen Anteil von Flints Schatz mitzunehmen. Der raffinierte Schurke besaß natürlich einen 2. Schlüssel zur Arrestkajüte. Man hat niemals wieder etwas von ihm gehört. Jim Hawkins, der Kapitän, Dr. Livesays und der alte Ben Gunn jedoch kehrten wohlbehalten und reich nach England zurück. Und wenn heute einer im alten Admiral Benbow so eine Buddel voll Rum 8ern übergeholt hat und dann hinaus in die Klippen wandert, dann kann er, wenn er gute Ohren hat, die Seelen der alten Seeräuber von Flint singen hören.